Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zum nächsten neuen Video aus dem Ramsey Zoo. Zu Beginn wie immer ganz vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben oder auch fürs neu dabei sein. Und wenn das bei euch der Fall ist, dürft ihr natürlich gerne, wenn euch das Video am Ende gefallen hat, ein Like da lassen, ein Abo da lassen und dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir. Was machen wir denn heute Schönes? Hier seht ihr noch so ein paar Aufnahmen von der, ja, von den Resten des Ottergeheges. Da habe ich noch so ein bisschen was nachgesetzt. Die ganzen Bildschirme fehlten noch. Das habt ihr gerade gesehen. Und jetzt mache ich mich auf, ja, an das Gebiet, was hier tatsächlich noch übrig geblieben ist. Es ist hier immer noch so ein kleines Fleckchen im, also besser gesagt zwischen dem südamerikanischen, zwischen dem australischen und zwischen jetzt dem hohen Norden immer noch so ein bisschen was offen geblieben. Und da stand schon ganz, ganz lange, dass das, was ihr jetzt auch gerade seht, welches Tier da seinen Platz finden sollte. Das war schon Ewigkeiten geplant. Der Tapir, ich glaube ja, ne? Und ja, die sollen hier ihr Gehege kriegen. Und dadurch, dass das hier auch ja so eine Ecke ist, in der so ja viele Gebiete aufeinandertreffen, musste ich natürlich hier so ein bisschen gucken, wie ich mit der Gehegegestaltung umgehe. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass auf der einen Seite ja ich dem südamerikanischen Stil treu geblieben bin, auf der gegenüberliegenden Seite dann natürlich dem australischen, obwohl die Mauer, die ich hier an dieser Stelle gerade ziehe, die wird später tatsächlich ersetzt. Ja, es wird eine unsichtbare Gehegebegrenzung an dieser Stelle geben. Hat sich nachher beim Bauen einfach so ergeben, so wie ich es gerade hier an dieser Stelle tue. Da, wo, ja, an den Stellen, wo ich mit ganz normalen Gebäudeteilen arbeite, also richtig die Grenzen festlege, da spare ich mir letztendlich dann auch später die eigentliche Gehegebegrenzung. Sieht, finde ich, immer irgendwie ein bisschen schöner aus, wenn das nicht einfach nur immer diese plattenkahlen Wände sind, die, oder die Barrieren, die das Spiel so vorgibt. Ich finde immer so ein bisschen Gestaltung immer ein bisschen hübscher. Auch wenn ich es tatsächlich nicht komplett im ganzen Zoo bis jetzt durchgezogen habe, mir fällt dann nämlich ein, dass das Krokodilsgehege tatsächlich immer noch auch mit diesem roten Gehegebegrenzung klarkommen muss. Vielleicht schaffe ich da irgendwann mal Abhilfe, aber die Krokodile fühlen sich da erstmal wohl. Und wenn ich dann mal Zeit habe, ich glaube, das verwende ich öfter schon mal, die Zeit ist irgendwie nie da. Das Video ist ja auch ganz knapp tatsächlich entstanden. Kurz nachdem das Ottergehege fertig war, habe ich mich dran gemacht und hier schon ein bisschen weitergebaut, weil ich ungefähr wusste, wie es aussehen soll. Dann habe ich ein bisschen Pause gemacht und musste, das hört sich auch schon an, habe also ein bisschen dran gewerkelt am Planet Coaster, an meiner ja, Gruselvilla, die da in der Zwischenzeit jetzt auch entsteht. Und nachdem das Video dann fertig war, bin ich schnell zurück hier zu Planet Zoo. Ja, und habe dann hier noch so ein bisschen weitergebaut. Dadurch, dass wir jetzt ja auch so ein langes Wochenende haben und man auch ein bisschen andere Sachen vorhat und auch ein bisschen andere Dinge genießen möchte, muss das hier tatsächlich fix noch fertig werden. Es wird diesmal auch ein kleines bisschen kürzer, das Video. Ich hoffe, ihr seid mir in dem Fall nicht ganz so böse. Aber ich kann euch beruhigen, das Gehege vom Tapir wird hier tatsächlich fertig. Das ist auch eine Dreifach-Premiere jetzt schon gewesen. Also das Gabelbock-Gehege, das Otter-Gehege und auch der Tapir sind tatsächlich in 3 Folgen komplett fertig geworden. Das habe ich so sonst auch noch nicht geschafft. Vielleicht, weil es Lückenfüller waren hier an diesen Stellen und einiges tatsächlich schon durch die angrenzenden Gehege vorbereitet, wie auch immer war. Oder mir ging es einfach tatsächlich fix von der Hand. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist jetzt so, freut mich. Und ja, hier benutze ich einfach mal so ein Teil, was ich auch für die Affen schon mal genommen hatte. Dadurch, dass diese Tapire auch mit so einer Schlammkuhle hier, oder so eine Futterkuhle, ja, fressen, habe ich gedacht,
Die ist da, die ist fertig. Die kannst du ja an dieser Stelle auch einfach nochmal benutzen. Jede Menge Zeugs dann hier noch reingestellt, was die Tiere so zum Wohlfühlen brauchen. Und ja, dann war das Gehege tatsächlich fertig und also im Groben jetzt fertig. Ich mache jetzt noch ein paar Anpassungen, was den Boden betrifft. Und die Begrenzung an der Seite kommt natürlich auch noch, aber es war irgendwie, ja, schnell mal tatsächlich hier gemacht. Ja, und dann versuche ich jetzt auch noch so ein bisschen den Übergang zum kalten Gebiet, der jetzt na nicht mehr im Hintergrund zu sehen ist, aber da ist auch noch eine kleine Freifläche. Vielleicht kriege ich das in dieses Video noch mit hinein, wenn es meine Zeit erlaubt. Sonst soll es das hier tatsächlich an dieser Stelle gewesen sein. Ihr seht jetzt noch so ein bisschen, wie ich hier so die Gehegegrenzen mit den vorhandenen Sachen hier gestalte. Da habe ich mir die Sachen geschnappt aus dem etwas kühleren Abschnitt oder wo der Gabelbock noch ist und dann die Bärenhöhle nachher da hinten entstanden ist. Dass es alles so ein bisschen ja einheitlicher aussieht, dass man auch als Besucher weiß, wo man hier ungefähr ist und dass man auch merkt, dass man sich hier so ja in diesem bestimmten Abschnitt des Zoos befindet, was alles so ein bisschen so zusammengehört. Ja, jetzt springe ich hier mal ab und zu so ein bisschen hin und her und setze die Sachen, guck dann, wie es mir zwischenzeitlich gefällt, nehme dann auch noch so ein bisschen die Begrenzung weg, immer so nach und nach, was dann so fertig geschafft wird. Und ich glaube, im Ottergehege mache ich das Ganze auch noch mal, weil da an der Stelle fehlte es tatsächlich auch noch. Da habe ich dann auch noch so ein bisschen die Fenster umrahmt, so dass man denkt, dass es eigentlich ja, dass diese Mauer eigentlich das Ursprüngliche ist und nicht die Gehegegrenze, die vom Spiel vorgegeben ist. Ich denke mal, es wirkt zumindest, wenn man hier als Besucher von dieser Seite ja, da vorbeigeht und sich das Ganze dann so anschaut. Ja, ich bin tatsächlich für heute erstmal wieder soweit durch. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Meinung dazu dürft ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, und auch gerne ein Abo, wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt von diesem Zoo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao, ciao.